Fußball ist in erster Linie natürlich immer eine Mannschaftsleistung. Beim Team der Gemeinde Kolkwitz wusste man am Samstag aber genau, bei wem sie sich zu bedanken haben. Mit 2 parierten 7 Metern hat Daniel Reckel beim 10. LWG Hallenfußballturnier den Sieg perfekt gemacht. Das Lob will er aber nicht alleine einheimsen. Sehr zufrieden sogar. Wir haben viele gute Bälle gespielt, die Tore vor allem gut rausgespielt. Und jetzt, dass ich jetzt zum Schluss sogar noch meinen Beitrag dazu beitragen konnte, bin ich natürlich hellauf begeistert und bin froh, dass wir das haben hier, diesen Cup. Es sind Momente wie diese, die ein Team zusammenschweißen. Und genau darum ging es auch am Samstag. Natürlich standen im Kolkwitz Center keine Fußballprofis auf dem Platz, sondern Handwerker, Mechaniker, Kaufleute und Co. Die LWG lädt einmal im Jahr enge Partner zum Wettkampf ein. Das ist gut fürs Team und man lernt andere Betriebe und Auftraggeber besser kennen. Vor 10 Jahren ist diese Idee entstanden. Ich war noch gar nicht so lange im Unternehmen. Da sprach mich Herr Faustmann an, René Faustmann, der bei uns im Trinkwassernetz arbeitet und hat gesagt, Mensch, wir sind bei solchen vielen Turnieren dabei, bei anderen Firmen, wollen wir nicht selber auch sowas machen? Und da haben wir gedacht, ja, eine coole Idee, weil wer miteinander arbeitet, kann auch miteinander Sport treiben. Und da haben wir das dann relativ schnell umgesetzt und im November 2010 das erste Turnier auf die Beine gestellt. Für das Turnier lässt auch der Kolkwitzer Bürgermeister das Jackett zu Hause und schnürt die Fußballschuhe. Für Carsten Schreiber ist das Turnier nicht nur eine Gelegenheit, mal wieder rauszukommen und Sport zu treiben. Noch lange danach hat man was davon. Das stärkt auch den Teamgeist und darauf kommt es an, dass man nicht nur stupide nebeneinander arbeitet und nur die Arbeit sieht, sondern auch, dass man seine Freizeit gemeinschaftlich verbringt. Und das machen wir des Öfteren und das finde ich sehr gut. Bei allem Respekt vor den neuen Mannschaften, die wahren Stars des LWG Hallenfußballturniers war aber der Nachwuchs. Die Kindermannschaften aus Kolkwitz und Kunersdorf gingen beide mit der gleichen Taktik ins Spiel, alle auf den Ball. Das versprach Offensivfußball und viel Kampf, Endstand egal, am Ende gab es von der LWG für alle eine Medaille. Der ganz große Pokal bleibt aber erstmal in Kolkwitz, im nächsten Jahr geht der Kampf um die Trophäe dann von vorne los.